Ja, guten Morgen, guten Abend zusammen, was wir auch haben. Ja, diese ganze sinnlose Gewalt eben und diese ganze Hetze, Diskriminierung, dieses Menschen unter sich stellen und nach unten treten und spucken, nach Fehlern suchen irgendwo, was sie auch gerne bei mir tun, eben immer wieder versuchen, Fehler zu finden, auf die sie rumhacken können, womit sie mich abwerten können oder diskriminieren können. Das passiert eben gerade von Rechten und Asozialen immer wieder, dass sie versuchen, sowas, ja, gegen Soziale und gegen andere Menschen durchzusetzen, was ich sehr traurig finde, sehr schade finde. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf für eben eine soziale, menschlichere Welt, eben auch zum Wohle für nächste Generation, auch zum Wohle unserer Kinder. Ich meine, selbst bei Kindern ist es schon so, dass sie auf, durch Erwachsenen und eben diesen ganzen Leistungs- und Perfektionswahn, den es gibt, nichts anderes lernen als andere zu dissen, wie sie so schön sagen. Entschuldigung. Sie gehen für mich übers Dissen hinaus, weil sie dann auch über Tote herziehen oder eben auch ja total abartig werden. Ja, naja, was so Kinder in ihren Gedanken haben, ist schon teilweise heftig, auch an Vorurteile. Das kriegen sie eben mit durch ja, eine fehlerhafte Verhaltensart in der Welt der Erwachsenen. Eine fehlerhafte ja, Gesellschaft, die wir auch haben. Die eben blind auf Perfektion und auf ja, Gleichheitsprinzipien aufbaut. Eben auf blinde Werte. Anstatt eben auf Werte wie anderes zu akzeptieren, anderes zu unterstützen und helfen, ja, was im Sozialen eigentlich gegeben sein sollte, eben auch für anderes da zu sein, für anderes auch Verständnis zu haben, ja, und eben genug Bildung und Verstand auch aufzubringen, um eben anderes zu akzeptieren, ja, und leider, 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 leider ist es, ja, in den Gesellschaften der Welt nicht so vertreten. Man sieht es ja jetzt auch wieder. Ich sage nur eben Kriegszustände oder Konflikte, wie auch eben, ne, Korea, Amerika etc., Syrien, sonst was. Afrika hat auch seine großteiligen, ja, machtstrebenden Regimes, ja, sozusagen. Ich kann nur sagen, mich macht das alles sehr traurig. Immer nur Gewalt, Hetze, Diskriminierung. Ja, und dann wollen sie auch noch irgendwo versuchen, alles irgendwo schlecht zu machen an einen oder eben auch an Punkten, wo man eben, was weiß ich, einen Rechtschreibfehler hat oder sowas, gleich den ganzen Menschen abzuwerten. Ja, und als dumm zu deuten oder etc., was völliger Schwachsinn ist, ja, was eben den Mangel der eigenen Bildung dieser Leute aufweist, ja, dass sie keinen Verstand haben, um zu verstehen, dass es nicht um Perfektion geht. Ja. Ich muss nicht perfekt sein, es muss für mich auch kein anderer perfekt sein, ja, man darf seine Fehler und Schwächen haben, dafür stehe ich eben ein, eben für das Soziale. Das heißt aber eben auch klar, wie ich es auch schon in anderen Beiträgen gesagt habe, dass ich mich auf eine soziale Position stelle und nicht eben Ja und Amen sage oder linke und rechte Wange hinhalte, sondern durchaus eben auch ganz klar Stopp sage, halt oder ne, das geht nicht. Ja. Und mich auch nicht beleidigen lasse und diskriminieren, sondern dagegen auch reagieren werde. Ja, ich bin eben auch ein sozialer Mensch und ein Reaktionstyp. Ja, und ja, ich bin aber auch eben ein Mensch mit Herz, ja, und Verstand. Und mich macht es eben sehr traurig. Und das will ich hier noch mal in den Beitrag mit sagen, was jetzt auch wieder so abging teilweise an Diskriminierung, an falschen Sachen, an Lügen, Verhetzung etc. Wirklich Unmenschliches und gegen das soziale Miteinander gerichtet sich ausbreitet. Ja. Es kam dann auch von einem gewissen Rolf, ja, ich will hier nicht den Nachnamen jetzt breitreden, aber von einem gewissen Rolf kam dann auch die Aussage,
weil ich ja natürlich gegen rechts und asoziales klare Position ergreife, kam die Aussage, ich wüsste ja gar nicht, warum er rechts wäre und sowas. Ich müsste dafür also Verständnis haben. Nein, muss ich nicht, weil was auch im Leben passiert ist, ja, schaut euch mal mein Leben an. Ja, obwohl ich eben schwerbehindert bin, habe ich gearbeitet. Mir wurde währenddessen, ich auch gearbeitet habe, dreimal meine Existenz und Wohnung zerstört, zu Unrecht. Ich wurde dann auch zu Unrecht eben in eine geschlossene Psychiatrie gesperrt. Ja, man hat versucht, mich dermaßen kaputt zu machen, ja. Wo ich sage, das haben teilweise die Leute, die recht sind, gar nicht in ihrem Leben erfahren. Ja. Auch die Gewalt, die ich erfahren habe, von körperlicher, verbalen und psychischen bis auch Waffengewalten, das habt ihr nicht alle erfahren. Es gibt bestimmt auch Rechte, die haben den Scheiß durch. Und da frage ich mich, warum die noch recht sind, warum sie das auch noch fördern, was ihnen angetan wurde. Weil dieses Verhalten, was gegen mich auch gerichtet wurde, diese Agierungen, diese blinden Taten gegen mich, gegen meine Person, gegen meine Würde, gegen mein menschliches Wesen, gegen meine Rechte und Freiheiten. Die haben mich erst so kaputt gemacht, dass ich arbeitsunfähig bin. Ja. Und das ist eben Verschulden von rechten und asozialen Taten und Agierungen gegen meine Person, gegen mein Leben. Ja, ihr habt mein Leben soweit kaputt gemacht und wollt mich noch unter euch kehren, ja. Also mit allen möglichen asozialen Möglichkeiten, ja, also ihr studiert dann auch noch irgendwas ein, ja, guckt bei mir im Profil nach oder etc., ob ihr irgendwo Fehler findet, auf die ihr rumhacken könnt und nur tut ihr das, um mich euch unterzuordnen und zu sagen, ha, wir sind jetzt was Besseres und du musst jetzt unter uns kriechen. Nein, muss ich nicht. Wisst ihr, ich kann zu mir stehen, ich kann zu meinem Wort stehen, ich kann zu meinem Video stehen. Ja, es wurde dann auch geäußert, ich hätte am Anfang meiner Videos was ganz anderes gesagt als jetzt wie am Ende meiner Videoserie. Nein, habe ich nicht. Ja. Ich stehe genauso noch dafür ein, dass ich sage, eben radikaler Islamismus oder sowas hat hier in Deutschland nichts zu suchen. Das ist genauso rechtsradikal wie auch die Rechten hier an ja, Deutschen, die eben auch nur Rechtes und Asoziales geben. Ja, nur eben ist der Unterschied. Die Deutschen hier, die sich rechts und asozial verhalten, die muss man hier in diesem Land angehen, in dem wir leben, in Deutschland. Ja, das ist hier das Problem in Deutschland. Entschuldigung. Wenn jetzt aber eben radikaler Islamismus hierher kommt oder eben auch Ausländer, die sich hier nicht den Gesetzen fügen oder eben, ja, die gegen das Deutsche eigentlich sind und hier aber reinkommen wollen und hier ihren eigenen Kultur über andere stellen wollen oder ihre blinde Glaubensansicht als Einzeluniversum über alle stellen wollen, dann ist das genauso rechtes und asoziales Verhalten und dann kann man sagen, diese muss man abschieben. Da hat man sich in deren Land dann drum zu kümmern, dass die erstmal ja ein soziales Bewusstsein aufweisen, bevor sie überhaupt hier in Deutschland integriert werden können, weil sie müssen erstmal integrationsbereit sein. Sie müssen das Soziale verstehen, sie müssen unsere sozialen Werte verstehen, sie müssen auch unsere Gesetze verstehen und eben unsere Vielfalt, die wir hier haben. Na, und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie gehen. Ja, und eben die Deutschen, die hier sind, wie auch eben es jetzt gerade in der Wahlzeit, jetzt also zur Wahlzeit, gerade auch radikal von der AfD sich durchgesetzt hat, auch eben gerade in meinen letzten Beiträgen, die ich auch zur AfD gepostet habe, dann ist es ganz klar ein Problem, was Deutsche betrifft, was ich hier in Deutschland auch klären muss, die ich nicht abschieben kann, weil sie ja hier aus diesem Land kommen. Ja, das sind nun mal auch eben Deutsche, ja, aber sie sagen, sie wollen ihr Land zurück, ihr Volk zurück. Da sage ich mir, was wollt ihr denn? Ihr tretet doch auf einmal dann eingeschränkte Menschen, Menschen, die Rentner sind, Menschen, die älter sind, die tretet ihr zu Boden, die tretet ihr unter euch. Das hat alles nichts mit eurem Land, mit eurem Volk zu tun. Habt doch erstmal Respekt vor anderen.
Habt doch erstmal Respekt vor eurem Volk. Ich bin auch Deutscher. So, und was nun? Ihr tretet mich kaputt, ihr tretet mein Leben kaputt, ihr meint noch, ihr müsst mich irgendwie, anstatt zu fördern und zu helfen, müsst ihr mich kaputt machen. Kann ich nur sagen, Bullshit drauf und dann ist eure ganze Scheiße dumm. Ja, ist nur dumm, asozial, rechts und eine Scheiße. Ja, und dazu werde ich auch stehen. Ja. Und ich stehe eben zu meinen Äußerungen, ich stehe auch zu meinen Videos, ich stehe zu meinen Beiträgen, ich stehe zu meinem Leben. Ja, und das habt ihr immer noch nicht kaputt gekriegt, auch wenn ihr es weiterhin versucht. Ihr habt mein Leben kaputt gekriegt, ihr habt meine Gesundheit kaputt gekriegt, ihr habt meinen Körper kaputt gekriegt. Aber eben nicht meinen Verstand kaputt gekriegt. Ihr habt nicht meinen Geist kaputt gekriegt, ihr habt nicht meine Bildung kaputt gekriegt. Ja, ich bin eingeschränkt, ich habe meine Fehler, ich komme auch mit vielen nicht mehr klar. Auch habe ich meine Schreibfehler etc. Das weiß ich alles. Ja, aber Fehler darf man haben. Ja, Fehler darf auch ich haben. Ich muss nicht perfekt sein. Nur ist es ein Unterschied, ob ich Fehler habe oder ob ich asozial oder rechts bin. Asozial zu sein und rechts zu sein ist nicht einfach ein Fehler, sondern das ist eine Ideologie, die ihr verfolgt. Ihr tretet immer weiter in fremdes Leben rein, in anderes Leben und wollt es kaputt machen. Wollt euch über andere stellen, von oben herabtreten. Und das ist kein Fehler, sondern eine blinde Ideologie. Das hat auch nichts mit Verständnis für euch zu tun. Ja, sondern ihr seid falsch. Ihr habt ein falsches Verhalten. Genauso wie auch die kleinen Kinder, die ihr meint, dissen wäre geil. Dissen wäre geil und über Tote noch herziehen und sie als Nazi betiteln oder sowas, obwohl diese Menschen soziale Menschen waren. Ja, das ist alles falsch. Das ist falsches Verhalten. Das ist Fehlverhalten. Das ist asozial und rechts. Und das gehört hier nicht rein. Und dafür stehe ich auch ein.